Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenbrunn. Falkenbrunn? Ja, Falkenbrunn haben wir es genannt. Ja, und hier haben wir beim letzten Mal aufgehört, ne? Die beiden langen Folgen mit dem Elysion. Und da werden wir auch weitermachen. Wobei, wir werden erstmal weitermachen mit so einem Krams. Also, wir haben ja hier diesen schönen Runtergang. Und ich werde hier wahrscheinlich sogar doch noch ein bisschen umbauen. Ja, das muss zu. Ne? Dann machen wir schöne Erde rein. Und du brennst schön, das ist gut. Uah. Dem haben wir es gegeben. Und dann wird hier so eine schöne Verkleidung aus Holz noch sein. Irgendwie muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Ist ja auch nur grob, dass man zumindest hier den Spawner jetzt schon mal hat, ne? Dass man hier runtergehen kann. Und dann hier schnetzeln kann. Hallo? Hallo? Irgendwie ist es noch nicht, es funktioniert noch nicht hundertprozentig. Schade. Aber das funktioniert schon mal. Aua! Nee, es funktioniert noch nicht hundertprozentig. Schade. Gut, nichtsdestotrotz müssen wir langsam mal weitermachen. Wir müssen weitermachen am Turm, ne? Hier können wir dann später noch weitermachen. Und neue Woche, ne? Eine neue Woche hat ja begonnen. Stimmt, wir können ja theoretisch auch sagen, wir klettern hier rüber, oder? Können wir nicht hier rüber klettern? Kommen wir denn nicht auch irgendwie in der Nähe vom Bahnhof raus? Vom geplanten Bahnhof, der irgendwo hier ist? Oh nee, bei weitem nicht. Dann kann man noch viel, viel Kies und dann fast in die Schlucht. Hoppala, lalala. Und hier ist nämlich auch die... Nee, ist hier nicht. Okay, keine Schlucht. Hep, 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 hep. Okili dokili. Ja, guck mal, sieht schon schön aus, ja? Aber es ist halt wirklich doch sehr viel Arbeit hier mit den ganzen Verzierungen, beziehungsweise mit dem Weg hier, ne? Aber das erzähle ich ja jedes Mal. Von daher will ich diesmal was anderes erzählen. Da ist ein Gang, wo man rein kann. Das geht so nicht. Ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Eigentlich müsste hier ein paar Bäume müssten hier hin, ne? Damit das abgetrennt ist. Und hep! Den Steinschutz, ne? Damit man den Steinschlagschutz, so. Nicht, dass man Steine auf den Kopf kriegt. Hep und hep. Also unsere Beute können wir eigentlich mal hier die... Hallo, 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 hallo. Unsere Beute können wir eigentlich mal hier abladen. Zack, ne? Dann nehmen wir hier die 11. Der hat ja Unendlichkeit, ne? Genau. Dann können wir doch hier die Bögen da reinschmeißen, ne? 1, 2, 3, 4, 5... Das war's. Darf ich mal Knochen? Knochen müssen natürlich in die Apotheke eigentlich. Und eigentlich aber, glaube ich, auch. Ich bin mir gar nicht so sicher, oder? Haben wir hier Knochen? Haben wir nicht. Wo haben wir denn Knochen? Leute, wo haben wir Knochen gehabt? Oh, und ich bin so müde. Also ich bin... Ja, ich bin schon müde, aber ich bin... Ja, ich bin erschöpft, sagen wir es so. Hier hatten wir dann die Knochen, ne? Zack, zack. Und wir wollten ja... Stimmt, wir wollten ja ein bisschen... Komm, wir nehmen einfach alle mit. Was habe ich denn da so drin? Ach, je, da habe ich ja noch mehr Krams. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Ach komm, eigentlich kann auch der ganze Mist da rein. Ne, das Bett nicht.
Der kommt raus, der kommt raus und die kommen raus, aber das kann rein, das kann rein und das kann rein. Okay, dann nehmen wir eine mit. Ja, und heute werden wir am Turm weiterbauen. Am Turm von der Drei-Ebenen-Brücke. Oder von der Brücke zum Norden oder was auch immer. Hallo. Es ist ja eigentlich die ruhig bleiben da hinten. Das ist ja einzig. Es ist ja eigentlich die einzige richtige Verbindung zwischen Falkenstein und dem hier. So, wir müssen aber hier. We need somebody to love. Ist hier was drin? Nö, natürlich nicht, weil alles richtig aussortiert ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dass keine mehr nachfließen, heißt, dass das Silo leer ist. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen viel Clay farmen. Nicht ausgeschlafen heute. Wobei ich habe wirklich gut geschlafen und wirklich lange eigentlich. Und wir nehmen den Gaul. Beide nicht gesattelt. Wer macht denn sowas? Oh, nee. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen aber einen Sattel. Und eine goldene Rüstung brauchen wir. Warum eine goldene? Naja, weil wir jetzt heute königlich unterwegs sind. Los, du geiler. Ich wollte gerade sagen, geiler Bock, aber du steiler Zahn, sowas wollte ich sagen. Eigentlich müsste ich ein Mittagsschläfchen machen, aber nee. Das wollen wir auch nicht, nicht wahr? Und ich überlege gerade, ob ich im Anschluss dieser Folge von Montag, also heute ist ja Montag, ob ich da nicht noch eine Game-Tab-Folge, eine aktuelle für den Monat. Ach, wir waren schon bei Mai, ne? Und ob ich dann einfach eine Game-Tab-Folge aufnehme und die dann für Juni schon mal vorplane. Ich habe ja gesagt, eigentlich möchte ich jeden Monat eine Folge rausbringen, wo wir eine Stunde lang irgendein beliebiges Spiel spielen. Und, ja. Das wäre dann sowas wieder. Man könnte auch theoretisch ein Arno-Let's Play machen. Aha. Ein Arno-1800-Let's Play. Und das dann einmal in der Woche. Jeden Sonntag zum Beispiel. Eine halbe Stunde. Oder eine Stunde oder sowas. Das müsstet ihr mir aber eigentlich in die Kommentare schreiben. Eine halbe Stunde wäre, glaube ich, okay. Das wäre nicht zu lang und nicht zu kurz, oder? Klar, es ist dann nicht mehr top aktuell, wenn alle Folgen raus sind, aber Wayne. Laufe weiter. Heiter, heiter. Kleiner Reiter. Ja, natürlich. So, du Gaul. So, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, jetzt aber keine Knochen mehr, aber dafür richtig viel Knochenmehl. Und dann nehme ich gleich 1, 2, 3. Nehme ich einfach mal. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, und daraus mache ich jetzt natürlich. Da, 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 da. In jedem Kästchen 1 rein.
Und ich merke gerade, dass ich gar nicht so viel Clay habe. Was ja auch gar nicht so schlimm ist, weil... So. Gute Nacht. Kein Gute Nacht? Na gut, dann gibt's keine Gute Nacht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt nicht. Zack, 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 zack. 7. Gute Nacht. So, ich würde einfach mal vorschlagen, wir bauen weiter. Ja, zu erzählen habe ich noch gar nichts. Mein Wochenende war relativ entspannt. Ah, es gab wieder den einen oder anderen Moment, da wo ich halt extrem angenervt war. Ja. Aber, ich bin ja mal nicht nachtragend. So, wie hoch haben wir es jetzt hier? Wie hoch haben wir es jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Natürlich. Sind das jetzt hier 9, ne? Mach mal weiter. Nee, weiter, habe ich gesagt. Das war falsch. So, ich weiß gar nicht, ob man die ganze Zeit das Klicken hört oder nicht, aber ich glaube ja, weil es relativ laut ist von der Maus. Was echt schade ist, ich mag die Maus wirklich sehr gerne. In die weiße Keramik will ich doch gar nicht. Hey, graue. Aber, manchmal kann man sich das nicht aussuchen, ne? Genauso wie ich mir zum Beispiel nicht aussuchen kann, dass es bald irgendwann keine Verbrennungsmotoren mehr geben wird. Was ich relativ schade finde. Ich mag diese Motoren. Gut, die Abgassache ist halt so eine Sache, ne? Wenn das nicht wäre, dann wäre das doch eher super. Super, das Prinzip ist super einfach. Und im Grunde kann da nichts falsch gehen, ne? Ähnlich wie eine Dampfmaschine. Und Verbrennungsmotoren, das ist ja fast wie Dampf, ne? Eine Explosion sorgt dafür, dass etwas angetrieben wird. Das ist doch falsch. So. Ja, sollen die lieber in China da die Kohlekraftwerke wegmachen und die ganzen Länder da, wo keine anständigen Abgasreinigungsanlagen sind. So, was haben wir hier? Ja, komm, machen wir noch ein bisschen. Wie gesagt, wir machen heute nur das hier. Das ist halt eine sehr langweilige Folge für manchen. Für manchen auch nicht. Ups. Auf jeden Fall, wenn wir hier runterstürzen, sind wir unwiederbringlich tot. Definitiv. Ja, apropos Tod. Irgendwie, wenn ich an den Tod denke, muss ich irgendwie an Opa Spiel denken, weil von dem kam halt schon so lange nichts mehr. Ich hoffe, es geht ihm gut. Stellt sich mir auch die Frage, wie ist das denn eigentlich jetzt für ihn? Ich habe gehört, dass irgendwie seine Aufnahmesoftware Probleme macht. Stellt sich mir die Frage, spielt er dann trotzdem weiter oder? So, jetzt sind wir hier bei 110.
Weiter geht's. Weiter, weiter ins Verderben. Auch der Mensch, er muss mal sterben. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir so lange leben. Ja, manche Tiere haben nur ein Leben von 10 Jahren oder wenn überhaupt ein paar Tagen. Eintagsfliegen. Und ja, wenn da das Leben vorbei ist, dann war's das, ne? Also, da stellt sich mir die Frage, wo ist der Sinn bei den Tieren? Wo ist der Sinn des Lebens? Haben die einen Sinn? Wie lang empfinden Fliegen ein Leben? Denken die, oh, boah, Mensch, jetzt habe ich den ganzen Tag gelebt. Boah, es wurde nie dunkel in meinem Leben. Dunkel, was ist das? Kenne ich nicht. Außer wenn ich halt drauf gehe. Also wisst ihr, was ich meine, ja? Also, ja, genauso wie Ameisen. Für Ameisen ist ja bei uns ein Kilometer, muss ja dann für Ameisen Millionen oder Tausende von Kilometern sein. Wenn man das mal so an einem Maßstab, die Größe von Menschen und die Größe von einer Ameise. Wenn zum Beispiel eine Ameise vom Küchentresen runterfällt, wie lange fällt sie da gefühlt? Fällt sie genauso kurz, wie wir es sehen, dass sie runterfällt, so bupp, eine Sekunde? Oder fällt sie tatsächlich 10 Sekunden? Ist das Zeitgefühl für Tiere und Ameisen, und zum Beispiel also Tiere wie Ameisen, also Insekten halt, Krabbelviecher, was auch immer, ist da das Zeitgefühl anders? Oder ist es ähnlich wie bei uns? Was ist Zeit? Woran wird Zeit gemessen? Daran, dass wir sagen, jetzt, das ist eine Stunde gewesen, nur weil die Sonne jetzt ein bisschen weiter gewandert ist? Ist das so, wie wir das kennen, dass also das Ganze, ist das so? Das war gerade nervige Musik. Ich muss echt diese verdammte Pläne, ja, das lohnt sich nicht mehr für 16 Folgen, 13, 12, 11, was auch immer. Ja, also das sind so Sachen, da bin ich einmal ganz gespannt, ja. Was ist wann? Was passiert dann? Wieso passiert es? Und wie lange ist eine Minute in Wirklichkeit? Ist eine Minute in Wirklichkeit wirklich eine Minute nur lang? Oder ist es halt komplett was anderes? Weil, wie gesagt, ne, es könnte ja auch so sein, dass die Ameise das anders empfindet und sagt, ey, was für dich eine Minute ist und was dann relativ wenig ist, ist für mich mein halbes Leben. Kannst du doch nicht machen. Da sind wir auch auf 110. Oh oh. Au. So, hier sind wir auf 90. Das heißt, wenn wir von hier direkt sind, dann können wir... ja, das wollte ich ja so lassen, ein tiefer. Also sind das jetzt 20. Ich muss mal runter, schwupp. Lalala. Lalalala, bald ist vorbei. Ja, guck dir mal, das sieht einfach zu fitzelig aus. Wir müssen das auf 120 kriegen, also 30. Ja, sonst sieht das nach nichts aus. Ich wollte gerade sagen, war da gerade was, aber war nichts. Okay. Zack, zack, zack. Weiter geht's. Zack, zack, zack. Ja, das passt. 1, 2. Und dann ist natürlich so eine Sache, The Elder Scrolls Online. Ja, jetzt komme ich wieder auf The Elder Scrolls Online. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Lust zu spielen. Aber nach der Arbeit habe ich mal keine Lust, das zu spielen, weil ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann immer so fertig. Um dann noch stundenlang irgendwelche Texte zum Beispiel zu lesen, irgendwelche Geschichten mitzukriegen, irgendwelche Rätsel zu lösen oder.
glaube, es liegt einfach daran, dass ich älter werde und sich mein Interessengebiet auch dadurch relativ verändert. Und ich glaube, das wird sich auch früher oder später auf das Spielen von Minecraft auswirken. Dass ich dann zum Beispiel lieber andere Dinge mache, ja? Ihr guckt ja zum Beispiel auch nicht alle, also ihr seid ja nicht alle von Anfang an dabei. Und manche von euch, die gucken gerade mal wieder rein, andere, ja, die gucken jeden Tag. Und die, die gerade wieder reingucken, ihr guckt ja auch eine ganze Zeit lang oder habt eine ganze Zeit lang auch was anderes geguckt, weil es euch interessiert hat. Und nicht so wie hier Minecraft, ne? Deswegen, denke ich, irgendwann wird sich das Augenmerk hier von Minecraft auf andere Dinge verlagern. Aber bis dahin ist ja noch eine ganze Weile Zeit und wir würden uns einfach hinlegen und schlafen, nicht wahr? Also sage ich von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.